Ich denke, das Allerwichtigste ist einfach das Vertrauen. Und das ist seit vielen Jahren gebrochen. Also wenn ich sehe, was der Kohl damals gemacht hat, in dem Untersuchungsausschuss, ich meine, hier, der hat auf die deutsche Fahne, auf den deutschen Eid geschworen, auf die deutsche Verfassung, und hintergeht die dann so unverschämt, muss ich sagen. Also da ist bei mir ein sehr großer Vertrauensbruch da gewesen. Man kann doch nicht einerseits auf die Verfassung schwören und dann die Verfassung aushebeln, bloß weil man dann der ehemalige Bundeskanzler war. Das ist in meinen Augen Frechheit. Das kann man nicht bringen.